Morgen, kostbare Glaubensgeschwister, und preist unseren Herrn Jesus. Herzlichst willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bereitet den Weg vor. Mein Name ist Julia Bruchwitz und es ist mir eine große Ehre und ein großer Segen, heute mit euch über das folgende Thema zu sprechen. Meine Pflichten. Wahrlich, wahrlich haben wir als wiedergeborene Christen auch Verpflichtungen gegenüber unseren Herrn und Erlöser, denn er hat uns berufen zu einem auserwählten Volk, zu einer auserwählten Priesterschaft, zu einem auserwählten Heiligtum. Der Herr in seiner großen Liebe hat uns die Augen geöffnet und uns offenbart, dass wir, wenn wir Jesus Christus in unser Leben annehmen, und ihm nachfolgen in Treue und in Wahrhaftigkeit, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit, wir das ewige Leben erben werden, in dem neuen Jerusalem leben dürfen, für immer und ewig, da, wo es kein Leid gibt, da, wo es kein Krebs gibt, da, wo es keine Arbeitslosigkeit gibt, da, wo es keine Scheidungen gibt, da, wo es keine Streitereien und Diskussionen gibt, da, wo es keine Untreue gibt. Liebe Leute, um sich für dieses Königreich vorzubereiten, sollten wir als wiedergeborene Christen realisieren, dass wir auch Pflichten haben, dass der Herr auch von uns einige Dinge erwartet, während wir hier als wiedergeborene Christen leben, während wir hier auf Erden wandeln, kostbare Leute. Lasst uns dazu die Bibel aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 5. Und hier steht: Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herrn gehorsam, mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens wie dem Christus. Hier sehen wir also auch eine Pflicht des Gehorsams. In Kolosser Kapitel 3, Vers 22 spricht der Herr zu uns über die Pflicht, als Christ treu zu sein. Und hier steht: Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herrn gehorsam in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Liebe Zuhörer, in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1 können wir auch lesen über die Pflicht, Ehre zu erweisen. Und hier steht: Alle, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und in Titus Kapitel 2, Vers 9 können wir über die Pflicht, Gefallen zu suchen, lesen. Den Knechten sage, dass sie sich ihren Herren unterordnen, in allen Dingen zu Gefallen suchen und nicht widersprechen. Als wahrer wiedergeborener Christ haben wir auch die Pflicht, geduldig zu sein. Die Bibel ist ganz eindeutig. Lasst uns 1. Petrus aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18. Und hier können wir lesen: Ihr Knechte, ordnet euch den Herren mit allen Respekt unter, nicht nur den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Liebe Leute, wir haben also Pflichten. Das sind hier nur einige. Des Weiteren haben wir die Pflicht, nach der Heiligkeit und nach dem Frieden mit allen zu streben und uns bewusst dafür zu entscheiden. Hebräer 12, Vers 14 sagt: Strebt eifrig nach Frieden mit jedermann und der Heiligung, denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Wir haben nun die Möglichkeit, zu unserem Herrn zu kommen und zu beten. Bitte betet mit. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese heutige neue Chance, die du mir gegeben hast, von meinen dunklen Wegen abzukehren. Deshalb tue ich heute Buße, wo ich meine Pflichten nicht erkannt habe oder nicht angenommen habe oder mich sogar davon entfernt habe. Ich bitte dich, dass du mir heute vergibst. Bitte mach mich zu einem pflichtbewussten, treuen, gehorsamen, demütigen Christen,
der in das Königreich Gottes eintreten wird. Ich tue heute Buße für alle meine Sünden und Missetaten. Heute empfange ich dich ganz neu in meinem Herzen als meinen Erretter, als meinen Erlöser und meinen ewigen Gott. Ich liebe dich, Jesus. Bitte sende mir den Heiligen Geist. Möge mein Leben nur von dem Heiligen Geist geführt sein, in allen meinen täglichen Aufgaben, Lebensbereichen und in meinem Alltag. Bitte etabliere Heiligkeit, Gerechtigkeit und das Wort Gottes in meinem Herzen. Herr Jesus, bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Wenn du kommst, um deine heilige Gemeinde zu entrücken, bitte lass mich dabei sein. Im mächtigen, höchst glorreichen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Ja, liebe Leute, das ist sehr mächtig, dass ihr mit mir dieses Gebet gebetet habt. Denkt daran, dass ihr eine bibeltreue Gemeinde habt und dass ihr wassergetauft seid. Das ist sehr wichtig für eure Ewigkeit. Hiermit möchte ich euch gerne einladen zu den Gebetstreffen, die wir in den verschiedenen Städten Deutschlands haben, jeden Sonntag. In München, in Berlin, in Frankfurt am Main, in Dortmund, in Winnenden bei Stuttgart, in Mannheim, in Karlsruhe, in Nürnberg, in Braunschweig. Bitte meldet euch, kostbare Leute, unter 0160-920-10-220 und besucht auch gerne die Webseite www.bereutundbereitetdenweg.org. In diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören und wünsche euch ein gesegnetes Wochenende mit Jesus Christus. Der Herr segne euch reichlich. Musik.